Sie jeden Augenblick da sein müssen. Sie kommen doch wegen dem Haus da, ne? Ja, natürlich. Ich komme auch wegen des Hauses. Es ist doch zu vermieten. Ja, ja. Ach, Sie auch? Ja, ich suche dringend ein Heim für mich und meine Familie. Ach so, Ihre Familie. Ja, Mord wahrscheinlich seine Hund da. Ja, aber bitte, man hat mir telefonisch die Wohnung zugesichert. Nein, das ist schon in Ordnung, Herr Lehkamp. Sie haben das Vorrecht, das ist ja klar. Es ist nicht wegen des Baukostenvorschusses oder einer Mietvorauszahlung. Es ist nur wegen meiner Lieben. Hier würden wir uns alle glücklich fühlen. Hier würden wir uns wohlfühlen. Herr Doktor, ich hab's Ihnen ja doch schon gesagt, schauen Sie. Das Haus ist doch schon so gut, dass wir vermietet. Das geht niemand, das tut mir leid, aber... Ich hab eben überall Pech. Tja, es tut mir außerordentlich leid, Herr Doktor. Hunter ist mein Name, sehr erfreut. Ganz meinerseits, aber Sie müssen verstehen, dass wir natürlich nicht so ohne weiteres auf das Haus verzichten wollen. Ihre Gattin hat ein Herz für Tiere, das gefällt mir sehr. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr neues Heim. Danke für das. Schade, dass ich das Haus nicht bekommen habe. Denn würde ich Sie jetzt bitten, meine Gäste zu sein. Das ist sehr lieb von Ihnen. Also, Sie brauchen keine Angst nicht zu haben. Nein, Sie haben das Vorrecht. Der Herr Doktor hat es ja gerade gehört, dass das Haus so gut vermietet ist. Ne? Ja. Na also, wenn die Herrschaft jetzt wollen, dann können Sie es gleich besichtigen. Ne? Sehr lieb. Kommen Sie damit, bitte. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Carmen! Anja! So, meine Herrschaften, das wäre die Halle. Und da drunten, da ist das Souterrain. Da wohne ich. Und das wäre das Herrenzimmer. Und da drüben ist das Damenzimmer. Ja aber Sie könnten ebenso gut das Herrenzimmer auch drüben legen. Ja. Ne? Und, ja. Und das Damenzimmer hier. Ne? Oder umgekehrt, das ist ja wurscht. Ja. Was war das denn? Ja. Das hat noch nichts zu bedeuten. Nein. Das ist nämlich meine Alte. Die wascht sich jetzt gerade die Hände. Die war im Garten draußen und hat Petersilie geschnitten. Sie wissen was mit dem Herrenzimmer? Da hätte ich eine Idee. Sie bräuchten bloß die Tür durch einen schönen Rundbogen zu ersetzen. Ne? Mhm. Und der Hausbesitzer, der wäre damit einverstanden. Ja. So. Ja, der hat nichts dagegen. So kleine architektonische Veränderungen, das macht ihm nichts aus. Der ist großzügig, ja. Ja. Und die Tür, die geht ja sowieso nicht mehr zu, die ist ja sowieso schon kaputt. Ne? Ja. Ja, ja. Und, der Rahmen, gell, der ist halt schon ein bisschen morsch. Das soll jetzt nichts machen. Ne? Das ist der 948er. Der 948er? Und gleich kommt der 952. Jetzt passen Sie mal auf. Jedes Mal, wenn der Zug vorbei ist, da geht das Fenster auf. Ja, da kannst du nichts machen. Kann man das denn nicht reparieren? Ja, freilich kann man das nicht, aber da hat kein Mensch was dagegen. Ne? Wir sind halt Alterserscheinungen, gell? Alterserscheinungen, die hat man nicht bloß bei uns Menschen, sondern auch bei den Häusern. Ne? Abnutzung, gell? Naja, der Fußboden, der könnte mal abgezogen werden. Ne? Und, ja. Und die Wände könnten neu tapeziert werden. Aber das muss nicht sein. Nein. Ist das jetzt der 952er? Nein, diesmal ist nicht die Eisenbahn. Diesmal war es ein Lastwagen. Lastwagen? Aha, ja. Sieh mal das Fenster. Na, diesmal geht's nicht auf. Beim Lastwagen geht's nicht auf. Ach. Nein, der fährt nämlich vorn vorbei. So. Ja, die hat halt alles seine Wissenschaft. Ja, also, der kommt nämlich vom Kiesgrund, müssen Sie wissen. Aha. Mhm. Das ist aber schon viel besser geworden.
So. Ja, ja, früher, nicht im Frühjahr, nee, früher, da sind die mit Anhänger gefahren. Ach, ja, was ist der? Nein, nein, der Gustav, der sind nicht Sie. Der Gustav, der bin nämlich ich. Ich heiße nämlich so Gustav Koch-Hulke. So. Na ja, mein Alte, eigentlich heiße ich ja nämlich Gustl, aber mein Alte, die ruft mich immer Gustav, weil es ein Preis ist, ne? Ja, ich hab das doch schon 100 Mal gesagt, du sollst nicht einmal Gustav sagen. Das hat schon gelernt. Hat schon kapiert. Mein Alte denkt aber auch an alles. Bei uns gibt's nämlich jetzt eine Brotzeit. Na ja, bei Ihnen würde man sagen, ein zweites Frühstück. Jetzt passen Sie aber auf, jetzt setzt Sie gleich das Kaffeewasser auf. Ich bin durch schon. Auf die Minute. Dass der Fußboden nicht mehr ganz in Ordnung ist, das finde ich gar nicht so schlimm. Den kann man ja abziehen lassen oder selber spähen, das macht sogar Spaß. Nur die Türen, die machen mir schon ein bisschen mehr Sorge. Was ist denn mit den Türen? Ach, im Grunde genommen ist das gar nicht so schlimm, weißt du. Die Türen hängen alle ein bisschen tief in den Angeln. Das liegt daran, dass das Holz morsch geworden ist. Was? Ja, weil das Dach undicht ist. Verstehst du? Das Treppengeländer ist etwas wackelig, aber sehr schön. Es ist handgeschnitzt und muss früher die Zierde des Hauses gewesen sein. Ja, aber Junge, was nützt denn die schönste Handarbeit, wenn das Geländer wackelig ist? Na ja. Da kann das größte Unglück passieren. Man muss ja nicht gleich auf dem Hosenboden drauf runterrutschen. Ein bisschen problematisch wird's allerdings mit der 9. und der 13. Stufe, die sind etwas morsch. Was? Aber man muss ja nicht gleich in die Mitte treten, man kann außenrum gehen, das ist sehr haltbar. Aber ich glaube, ich werde es gleich richten lassen, wenn die Handwerker kommen, um die Fensterrahmen zu erneuern. Eine richtig schöne, mollige Ofenheizung, fast romantisch. Aber Biggie, da wirst du doch Kohlen schleppen müssen. Na und? Wir sind doch noch jung. Und die Öfen sind ja auch fast alle in Ordnung. Bloß der eine im kleinen Wohnzimmer, weißt du, der hat so seine Mucken. Wenn man da die Ofenklappe rauszieht, fällt das Rohr runter. Hm. Und wenn man sie nicht rauszieht? Ja, dann hat der Ofen keinen Abzug. Ja, die Wohngegend ist nicht die schönste, aber wir haben uns dran gewöhnt. Ach, das ist doch so weit draußen. Und du musst doch täglich in die Stadt, Gustl. Ja, solange wir eben kein zweites Auto haben, wird mich eben Biggie ins Büro fahren. Und wenn Biggie keine Zeit hat? Ja, ist die U-Bahn in der Nähe. 3/4 Stunde zu Fuß. Bis zur nächsten Haltestelle, hat Herr Kochulke gesagt. Und Herr Kochulke sagt, man kann da sehr viel lernen. Der kennt schon alle Lokomotivtypen. Das ist doch interessant. 34 Züge am Tag, davon allein 12 D-Züge. Und dann noch die ganzen Güterzüge. Aber der Lärm, Biggie, das ist doch schrecklich. Daran gewöhnt man sich schneller, als man glaubt, sagt Herr Kochulke. Und über die Lastwagen von der Kiesgrube mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Die fahren ja außerdem nur werktags. Sonntags ist Ruhe. Bis auf den Ausflugsverkehr natürlich. Aber wenn schlechtes Wetter ist, soll es da sehr schön still sein. Hm. Und ihr habt den Mietvertrag schon unterschrieben? Ja, natürlich. Der ist sogar sehr günstig. Nur Renovierungskosten, kein Abstand, keine Mietvorauszahlung. Und außerdem haben wir eine 3-jährige Kündigungsfrist. Das ist heute sehr selten. Ein schönes Haus. In der Tat ein schönes Haus. Leider war es mir nicht vergönnt, hier einziehen zu dürfen. Sie haben recht, das ist wirklich wunderschön hier, aber es ist ja mehr was für Hunde, nicht wahr? Also für Tiere. Familien mit Kindern finden genauso schwer ein Haus wie Leute mit Tieren. Ja, das ist ein Zug der Zeit, die Leute sind heute zu egoistisch. Aber den jungen Leuten, die hier einziehen werden, denen gönne ich ihr Glück. Ja. Besonders der jungen Frau, sie ist tierliebend, ein aufrechter Charakter. Na und der junge Mann, der ist auch, sagen wir mal, ganz passabel. Passabel? Nennen Sie das? Mama. Passabel? Mama, er meint Gustav. Ach, Gustav. Meine Frau ist... Aber nun werden Sie mich entschuldigen. Ja. Meine Familie braucht Bewegung. Wiederschauen, ja. Du, Mama, das könnte man eventuell, wenn man das einrammt... Sie! Da mal... Hey, ruinieren Sie mir doch den Zaun nicht noch ganz. Was wollen Sie denn? Entschuldigung, ich wollte wegen... Sie wollen das Haus besichtigen? Ja. Ja, das geht nicht mehr, das ist schon vermietet. Ja, das, mein Sohn hat es nämlich, Leekamp. Er hat es als Mieter. Mein Name ist der Papa. Ich heiße Leekamp. Ah, dann ist das meine Mama. Frau ja, auch. Leekamp. Gut, ja. Und dann ist das was anderes. Könnten wir uns das mal anschauen, das Haus? Ja, ja. Na, das es sieht etwas brüchig aus. Wollen wir? Also, das ist das andere Zimmer, ne? Das elegantere. Dies ist das elegantere. Mhm. Oder das Herrenzimmer. Aha. Oder Sie können auch ein Damenzimmer draus machen. Oder umgekehrt, das ist ja wurscht. Passen wir auf, wissen Sie, wir sind die Eltern. Die Kinder wollen hier einziehen. Man macht sich ja Gedanken und will das ein bisschen sehen, damit man weiß, wo wir hausen. Wir machen uns Sorgen. Frei, wie frei ist. Geht drauf.
Fangen Sie nichts an, Sie machen sich ja bloß dreckert, ja. Mhm. Na also, und die Wände natürlich, die Tapeten, die sind schon ein bisschen kaputt, nicht? Und das Mauerwerk bröckelt ein bisschen ab. Ja, ja. Alterserscheinungen. Mama, er meint das Mauerwerk. Herbert! Wir werden ja alle älter, gell? Ja, meine Frau nicht. Nein, Frau. Das ist die Wasserleitung drunten in der Küche. Meine Alte, die bereitet jetzt nämlich das Mittagessen vor. Jetzt muss ich runter zum Kartoffelschälen. Ja, Mahlzeit. Ja, ich komm schon wieder. Ja. Bitte kein Wort. Jesus, gnädige Frau. Treten Sie bloß nicht auf die 13. Stufe. Was ist denn los damit? Ja, mein Marsch ist sie heute, gell? Wir wollen doch nicht, dass sie einen am Fuß brechen. Na, das kann ja heiter werden. Ich wollte mir nur das Haus anschauen. Ja, das tut mir leid. Aber das geht halt nicht mehr, wissen Sie. Das ist nämlich schon so gut, als wir vermietet. Ja, das weiß ich. Ach, das wissen Sie schon. Entschuldigen Sie, meine Frau. Meine Alte schreibt, ne? Irene, was sagst du? Herbert. Na? Das ist ja alles schauderhaft. Schauderhaft ist überhaupt geprahlt. Also das treibt beim ja den kalten Schweiß auf die Stirn. Und Biggie ist ganz begeistert davon. Das was? Ist katastrophal. Das kann ich nicht sagen. Der Fußboden, das sieht ja aus wie auf dem Fußballplatz. Das ist so... Und dann diese Wände. Die Wände, das nennt ja, sich aber den Opa hat Biggie auch was gesagt. Ja. Nein, was scheiß da rum. Das ist ein richtig schönes, gemütliches, stilles Zimmer. Also es muss... Natürlich muss. Es muss etwas geschehen. Herbert, du musst den Kindern diese Wohnung ausreden. Ja, ich rede schon mit ihnen, ich werde es versuchen. Pass auf die 13. Stufe auf. Was ist da? Kinder. Ach, da seid ihr ja. Wir haben es gerade noch geschafft, draußen fängt schon an zu regnen. Ja, ist nett, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr denn für bedrückte Gesichter? Ach, ich kann's mir schon denken. Naja, auf den ersten Blick sieht das hier alles ein bisschen verwahrlost aus. Gelinde gesprochen. Ich habe mir das alles schon genau überlegt. Die Schäden an den Wänden gibt sich selber aus und streicht es dann drüber. Und das hier ist auch nicht die Welt, das mache ich auch. Und hiermit ziehen wir den Fußboden ab. Wir haben noch mehr Späne gekauft. Das wird sicher ein Mordspaß. Kinder, ich meine, ich an eurer Stelle... Du bist aber nicht an unserer Stelle, sondern... Wir sind jung und unternehmungslustig. Ja, und wir haben schon ganz prima Ideen. Das kleine Zimmer, das wollen wir so einrichten wie unser altes Schiff. Schiff? Ja, da haben wir uns doch kennengelernt. Und das andere Zimmer, es wird genauso wie die Konditorei Opitz. Ich bin Opitz? Ja, da haben wir doch unser erstes Eis gegessen in der Konditorei. Also mit lauter kleinen Kaffeehaustischchen und Stühlchen. Das stelle ich mir wahnsinnig lustig vor. Kinder, ich meine, heiraten ist kein Spaß. Herbert. Entschuldige. Ich meine, heiraten, das ist eine seriöse Sache. Man verändert sich doch nicht, wenn man heiratet. Oder hört das Leben vielleicht auf, schön zu sein und abenteuerlich? Hm? Ja, meine Herrschaften, da kannst du nichts machen, ne? Ja, es regnet. Wissen Sie, und wenn es regnet, nachher tröpfelt es da drin im Herzzimmer immer vom Plafond runter. Da kannst du nichts machen. Das ist doch kein Zustand für die Dauer. So ein Eimer hat schon mehr Schaden angerichtet, als man ahnen möchte. Da glauben die Leute, damit ging es erstmal, sie können Geld sparen. Inzwischen wird der Schaden immer größer und größer, was ja leider gar nicht abgehen kann. Ne? Das ganze Dachgestühl wird morsch, die Mauern kriegen Wasserschäden, aber wen kümmert es schon? Ist ja nun mal Sache des Hausbesitzers. Ne? Nein, in diesem Fall leider nicht, denn wir haben uns laut Mietvertrag verpflichtet, die Kosten der Renovierung zu übernehmen. Ja. Oh, na, bin ich auch noch richtig Adresse. Na klar, dann rede ich ja nicht umsonst, nicht? Tja, also um es kurz zu machen, das muss in Ordnung gebracht werden. Na gut, können Sie das Dach decken? Na klar, irgendwie mal, das ist ja mein Beruf. Ne? Na ja, dann würden Sie die Arbeiten noch terminieren. Könnten Sie die Arbeiten also termingerecht fertigstellen? Tja, warte, muss man erstmal kalkulieren. Also. Tja, na diese Woche geht's natürlich nicht mehr. Ach du liebe Güte. Na, dann müssen wir eben so lange hier wohnen, bis der Herr Dachdecker Zeit hat. Hm? Nein, es kommt überhaupt nicht in Frage. Wir können hier nicht einziehen, solange es noch durchregnet. Du hast doch eben gehört, dass es nicht geht, Gustav. Ach, es geht schon. Ja? Ja. Ach so. Also, nächste Woche, wie werden das? Ach, nächste das wäre wunderbar.
Gut? Ja. In Ordnung? Ja. Naja, Sie müssen mir vorher nur eine Anzahlung überweisen, ja? Hier ist meine Kontonummer. Bitte. Aha. Das sind 50% der Kosten, nicht wahr? Also, übrigens kriegen Sie auch Rabatt von mir. So junge Leute muss man doch unterstützen, nicht? Das habe ich nämlich alles einkalkuliert, nicht wahr? Warten Sie mal. Das sind also... So. Naja, sagen wir... 2.100 Mark. 2.100 Mark? Nächste Woche nochmal denselben Betrag. Das sind zusammen 4.200. Du kannst ja sogar rechnen, Mama. Also ich habe Biggie gesagt, von mir bekommt sie kein Geld aus erzieherischen Gründen. Die Kinder müssen lernen, mit Geld umzugehen. Naja, Fußböden müssen geschliffen werden. Ich meine, mit Späne ist da nichts mehr zu machen, nicht? Dann also es gibt nur eins. Vollkommen die Kinder dürfen diese Wohnung nicht nehmen. Wie willst du ihnen das jemals klar machen? Sie übersteigern sich doch förmlich vor Begeisterung. Das geht schon. Am besten ist, man redet ihnen nicht rein. Das weckt doch nur ihren Trotz. Ja, ein Trotzköpfchen ist meine Biggie. Da kommt dein Bruder. Baby? Der hat sich aber auch angewöhnt, ihm im richtigen Augenblick zu kommen. Onkel Peppi ist vielleicht der richtige Mann. Du, seine Lebensart ist zwar nicht meine, aber vielleicht... Grässlich. Vielleicht weiß er den richtigen Weg. Ja, Peppi, gut, dass du da bist. Wir haben eine Aufgabe für dich. Fantastisch. Einfach hinreißend. Ja, ja, so ein Spiegel gehört ins Haus. Ich hoffe, ihr lasst ihn doch nicht stehen, hm? Tja, du, ich weiß noch nicht genau. So ein Möbelstück hat Charakter und Sinngehalt. Verdeutlicht die Brüchigkeit des Lebens. Naja, trotzdem aber so. Ah, was? Das ist fast ein Traum. Da merkt man sofort diese Säule. Das ist nicht totes Gestein. Hier entschlüpft er nämlich das Erdendasein, wie in diesen aalglatten Neubauwohnungen. Unpersönlich eine wie die andere. Na, und die Treppe. Ach nein, wie viel tausend Menschen mögen hier im Laufe der Jahrzehnte hinaufgegangen sein und hinab natürlich auch. Und die Tür. Ach nein, welche verworrenen Schicksalswege mögen sich hier durchgeschlängelt haben. Ach nein, ehrwürdige alte Tür. Was ist das? Das ist der 1658er. Ja, wunderbar, da habt ihr doch Leben im Haus. Das Tempo unserer Zeit. Auf der einen Seite Tradition, althergebrachtes, und draußen braust der Strom der Gegenwart. Ja, pass mal auf. Ja. Und automatisch öffnet sich ein Fenster, um die frische Luft reinzulassen. Tja, wenn man es so sieht, hast du fast recht. Okay, der müsst euch frei machen von allem spießerischen Denken. Bitte, der Ofen ist kaputt. Wozu braucht ihr ihn? Werft die verrotteten Vorurteile dieser überzivilisierten, modernen Luxuswelt über Bord. Zieht euch einen Mantel an oder nehmt ein Ofenblech, macht ein Lagerfeuer, das härtet ab und ihr bleibt ein Leben lang gesund. Und wegen des Dachschadens will ich mir an eurer Stelle überhaupt keine Gedanken machen. Ich helfe euch dabei. Das wird mein Hochzeitsgeschenk. Ach, wirklich, Onkel Peppi? Na klar, ihr sollt doch wissen, was ihr an mir habt. Und außerdem, warum soll man einem wildfremden Dachdecker 4.200 Mark in den Rachen werfen, nicht? Ihr müsst euch nur von dem Gedanken freimachen, aus diesem Zimmer ein Schiff zu machen. Im Gegenteil, wir brauchen Weite, Romantik. Dieses Zimmer wird eine Oase und ihr seid viel wie die Kinder im Paradies. Pass auf, ich schenke euch ein echtes marokkanisches Hirtenzelt, muss früher mal ein Scheich drin gewohnt haben oder so. Dann soll's regnen, so viel es will. Und ein paar Palmen auf dem Fußboden, Sand auf dem Fußboden, spart sowieso das Parkettschleifen und die Oase ist fertig. Nun, was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht. Ein bisschen viel Romantik auf einmal. Aber was denn? Ihr seid doch jung, habt jung und habt Unternehmungsgeist. Ach, Kinder, das Leben ist ein wundervolles Wagnis. Man muss es nur richtig anpacken, was? Aber ich muss jetzt gehen, glaube ich. Es ist 17:09. Ich muss gleich 10 nach 5 sein. Herrlich, ich brauche nicht mal eine Uhr. Ach, Kinder, ich gratuliere euch zu diesem wunderschönen Haus. Wunderbar. Nee, lass mal. Du, ich finde den Weg schon allein. Ist gut. Oh, darf ich dir vorstellen, das ist Herr Kochulke, unser Hausmeister. Er wird dich zur Tür begleiten. Ah, das ist wohl der Onkel. Das freut mich. Sehr richtig. Ich bin der Onkel Peppi. Und Sie sind Herr Kochulke. Ich bin der Kochulke, ja. Na, wunderbar. Ihr Haus ist ja einfach fantastisch. Bin ganz begeistert, muss ich Ihnen sagen. Aber was? Na, wunderschön. Ach, dann sind Sie sicher ein Experte von diesen Antiquitäten oder wie man das heute klumpert. Genau. Wunderbar. Ja, ja. Wir sowas heute noch Interesse. Der Onkel Peppi ist ja ganz begeistert von unserem Haus. Endlich mal einer, der kein saures Gesicht macht, nicht? Na. Wieso, na?
Na, hast du das nicht gemerkt? Nein, was denn? Er hat uns auf den Arm genommen. Ach, Gustav, sei doch nicht immer so skeptisch. Ach, Onkel Peppi ist ein komischer Kauz, das wissen wir alle, aber was er heute getrieben hat, das schlägt ihm fast den Boden aus. Aber wieso denn? Hast du nicht gemerkt, wie er schamlos übertrieben hat? Der hat kein Wort davon geglaubt, von dem, was er gesagt hat. Wegen Bodenblech und Hirtenzelt und Mantel anziehen. Das war vielleicht ein bisschen viel, aber... Er hat recht. Kino, sag mal, was ist denn mit dir los? Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen überarbeitet. Vorbereitungen für die Hochzeit. Mein Vater würde sagen, mit den Gedanken auf dem Mond, Füßen auf der Erde, Händen bei der Sonne. Was soll's? Sowas können wir nicht gebrauchen. Wieso, habe ich was falsch gemacht? Ach wo, alles in Ordnung. Was ich nicht leiden kann, ist dieser verdammte Blick. Ich werde mich bemühen. Nein, wirst du nicht. Denn ich habe mich schon bemüht. Und zwar um dich. Was sagst du nun? Danke. Wann ist der Hochzeitstermin? In 4 Wochen. Na schön. Es ist vielleicht besser, ich sag's dir schon jetzt, damit du dich darauf einrichten kannst. Die Firma hat ein Hochzeitsgeschenk für dich. Auf Darlehensbasis. Hübsche kleine Neubauwohnung in einem Reihenhaus. Eine 3-Zimmer-Wohnung mit allem Komfort. Einer automatischen Küche mit Geschirrspüler und Eisschrank und allem, was du willst. Eine Garage gehört dazu, in einer Nebenstraße, die völlig ruhig ist. Keine Reparaturen, kein Bahngedonner. Wir haben doch hier einen Mietvertrag mit 3-jähriger Kündigung. Wir kommen doch nie hier raus. Ich habe heute vom Büro aus schon mit dem Hausbesitzer telefoniert. Er ist nicht willens, uns aus dem Vertrag zu lassen. Ja, ist ja wohl klar, da wäre ich auch schön blöd. Sei es, wir finden einen Nachmieter. Wo willst du denn hier einen Mieter finden für diese Bruchbude? Ja, das kann man wohl sagen. Wo kommt ihr denn her? Wir sind ja enorm groß. Guten Abend, einen schönen guten Abend, die Herrschaften. Na, das gefällt dir, Fellow, was? Eine hübsche junge Dame. Kommen Sie wegen des Hauses? Ja, das ist vorbei. Ich habe inzwischen eine neue Wohnung gefunden. Ah. Ja, ganz hübsch. Ich kann eigentlich recht zufrieden sein. Schade. Ja, irgendwohin muss man sein müdes Haupt ja betten, auch wenn man Zugeständnisse machen muss. Sind Sie schon eingezogen? Nein, noch nicht. Bitte? Noch nicht. Aha, noch nicht. Ja, ich höre manchmal etwas schwer, aber Sie werden in der nächsten Zeit doch einziehen, nehme ich an. Herr Doktor, haben Sie die neue Wohnung denn schon endgültig gemietet oder könnten Sie noch zurücktreten? Ja, ja, ich habe ihn ausgehandelt, den Vertrag. Unterschrieben habe ich ihn noch nicht. Ich hegte immer noch eine gewisse Hoffnung, so, dass vielleicht doch noch ein Wunder geschieht. Herr Doktor, das Wunder, das ist. Sie können einziehen, wenn Sie wollen. Ja, ja, wenn ich will. Wenn ich will? Ja. Aber ja, natürlich will ich. Kommen Sie. Na, wie schön. Ich schaue uns gleich an. Kommen Sie hier, wir gehen hier lang, da ist es näher. Hier. Carmen, auf hier! Nina!